Mein Name ist Sophie Plötz. Ich bin beim KI Campus Community und Content Managerin und ich bin zuständig für unseren Schwerpunkt Schule. Das bedeutet, ich organisiere Veranstaltungen wie diese, baue die Schul-Community aus und ich begleite aber auch alle Institutionen, die Lernangebote für LehrerInnen für den KI Campus entwickeln. Ich würde ganz gern kurz vorstellen, warum der KI Campus sich heute und auch generell einen Schwerpunkt beim Thema KI in der Schule gesetzt hat und mit welchen Angeboten und Formaten der KI Campus LehrerInnen dabei unterstützt, KI im Unterricht zu behandeln. KI-Kompetenzen, ihr wisst es, wir wisst es, ermöglichen schon jetzt eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Leben und werden auch zukünftig in immer mehr Berufen verstärkt benötigt und immer wichtiger. Entsprechend hoch, finden wir, ist die Notwendigkeit, bereits Kindern und Jugendlichen KI in der Schule nahezubringen und sie an diese Themenfelder KI und Daten heranzuführen. Der KI Campus möchte deswegen LehrerInnen befähigen, diese Themenfelder in die Lehrpraxis und in den Unterricht zu integrieren. Und aus diesem Grund vermittelt der KI Campus in Online-Kursen Fachkompetenzen für LehrerInnen rund um die Themen KI und Daten und unterstützt begleitend mit didaktischen Handreichungen, Unterrichtsideen und Materialien. Und weil vor allem das Lernen und das Unterrichten ja auch vom Austausch lebt und weil das Teilen von Erfahrungen auch bereichernd und motivierend sein kann, möchte der KI Campus zudem den Austausch von LehrerInnen fördern. Und unter diesem Stern, unter diesem Zeichen steht auch das heutige Meetup. Unsere Veranstaltung wird sich drei Fragen widmen, nämlich wie kann KI im Unterricht behandelt werden, wie wollen wir Lerninhalte und Kompetenzen zu KI vermitteln und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein. Wir starten in diese Runde mit drei Impulsvorträgen von drei ganz tollen SpeakerInnen, Dr. Andreas Matt, Dr. Daniel Jansen und Dr. Julia Kleberger. Und die drei werden diese Fragen aus den Perspektiven LehrerInnenfortbildung, Unterrichtspraxis und außerschulische Lernorte beleuchten. Anschließend vertiefen die drei ihre Thesen noch einmal in einer geführten Panel-Diskussion und danach seid ihr alle herzlich eingeladen, euch mit euren Erfahrungen, Fragen und Wünschen in die Diskussion, die anschließende einzubringen. Das geht dann per Chat oder auch direkt per Wortmeldung. Genau, und bevor ich jetzt noch weiter rede, will ich nur noch eins sagen. Ich freue mich jetzt sehr auf die drei Impulse. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch allen und übergebe an Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der durch das Meetup moderieren und führen wird. Aljoscha. Ja, liebe Sophie und Coco, vielen Dank für die netten Einführungen. Und Sophie, vielen Dank überhaupt für die tolle Vorbereitung dieser ganzen Veranstaltung. Es ist wirklich toll. Ich kann mich hier ins gemachte Nest setzen als Moderator. Und wir haben es vielleicht schon gesagt, heute geht es ja wirklich um KI als Inhalt und nicht als Werkzeug. Und das gefällt mir besonders gut, diesen Schwerpunkt in dieser Veranstaltung heute zu haben. Ich selber ja arbeite am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in der Sprachtechnologie, beschäftige mich also mit KI und Sprache schon seit vielen, vielen Jahren und bin im KI Campus in verschiedenen Rollen, inhaltlich, aber auch in der Community unterwegs und freue mich jetzt, Sie heute begrüßen zu können. Ich würde jetzt gerne in die Impulsvorträge einleiten. Und der erste Impulsvortrag, das wäre also eine Vorstellung des Online-Kurses KI Explorables für die Schule im KI Campus sein. Das ist also ein Selbstlernangebot für Lehrerinnen auf dem KI Campus. Und diesen Vortrag wird halten Dr. Andreas Matt. Er ist Direktor von Imaginary, einer gemeinnützigen Organisation zur Kommunikation moderner Mathematik. Und ja, sein Lebenslauf mal sozusagen in einem Satz: Er promovierte in maschinellem Lernen, Reinforcement Learning genauer gesagt, an der Universität de Buenos Aires und an der Universität Innsbruck. Und für den KI Campus entwickelte das Team von Imaginary entwickelt den Kurs KI Explorables für die Schule. Und wir haben zu jedem Vortrag so ein paar
Thesen noch mitgegeben und ich möchte hier mal zwei vorlesen, also die wir so im Vorgespräch herausgeholt haben. Und die erste These von Andreas wäre, um KI zu verstehen, müssen Schülerinnen die mathematischen Hintergründe kennen. Die Anwendung und Reflexion gesellschaftlicher Implikationen reicht nicht aus. Ne, sicherlich eine starke These, die es auch nachher in der Diskussion noch zu verteidigen geben wird. Und die zweite These wäre, Lehrerinnen sind wichtige Multiplikatorinnen. Damit Themen wie neuronale Netze im Unterricht behandelt werden können, müssen Lehrerinnen befähigt werden, einen explorativen Ansatz im Unterricht umzusetzen und das forschende, spielerische Lernen ihrer Schülerinnen zu begleiten. Das ist sicherlich ebenfalls eine steile These, die wir nachher und wahrscheinlich auch in deinem Vortrag noch mit Fleisch befüllen können. Und jetzt bitte übergebe ich das Wort erstmal an dich, Andreas. Und Sophie hat die undankbare Aufgabe des Timekeepers. Die wird sich dann bemerkbar machen, wenn es auf das Ende der 10 Minuten zugeht. Bist noch nicht zu hören, Andreas. Ach so. Jetzt. Okay. Gut, hallo. Nochmal. Vielen Dank, Aljoscha, für die Einführung. Hallo an alle. Mein Timer startet und ich teile auch gleich meinen Bildschirm. Die Thesen, genau. Das Wort müssen ist ja immer so ein schönes, hartes Wort. Man könnte auch sollen dazu sagen, aber ist gut. Ich fange mal kurz an und zeige mal ein paar Bilder, auch um zu zeigen, woher wir kommen. Also Imaginary kommt aus der Welt des außerschulischen Lernens, meinte Sophie, oder des nicht formalen Lernens. Das heißt, wir machen Ausstellungen in Museen und arbeiten auch viel mit Schulen. Und genau, bei unseren Ausstellungen machen auch Teacher-Trainings für Schulen. Aber wir haben, deswegen zeige ich auch hier ein paar Bilder, einen ganz starken visuellen, haptischen Ansatz. Also die Sinne werden auch befüllt. Und das Spannende dabei ist die Kombination aus diesen sinnfühlenden Exponaten mit richtigen Inhalten, also mit Forschungsinhalten. Also das ist sozusagen die Brücke, die wir schlagen. Wir nehmen die Forschungsmathematik und bauen die in schöne, lebendige Spiele und Experimente. Genau, wir haben seit einigen Jahren einen großen Schwerpunkt auf KI. Wir haben so eine digitale Ausstellung, IMAI, die auch jetzt seit Januar in einem physischen Format zu sehen ist, hier in Heidelberg. Die wird laufend kopiert. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Alles, was wir machen, ist Open Source, so wie bei KI Campus. Super schön, das heißt, alle Inhalte können frei verwendet werden, kopiert, verändert. Und das, genau, finde ich immer total spannend und total wichtig. Gut, jetzt geht es um einen Kurs, den wir gerade entwickeln und KI Explorables für die Schule, wo wir diesen spielerischen, forschenden Ansatz, den wir auch im außerschulischen Lernen schon seit vielen Jahren für uns mit sehr viel Spaß vermitteln, in die Schule zu bringen. Und dieser Kurs ist für Lehrende gedacht, aber irgendwie auch für SchülerInnen, also für beides, für beide, für alle. Und der Kurs hat 5 Module. Ich zeige euch oder Ihnen jetzt mal einfach hier den Prototypen. Der wird Anfang Juni online gehen, die deutsche Version. Es gibt dann auch noch eine englische Version. Und es gibt hier die 5 Module und jedes Modul startet mit einem Intro-Experiment. Ja, und hier auch vielleicht ein bisschen anders zu den anderen KI-Kursen. Man kann hier immer, es gibt immer was zum Spielen. Ja, also zum Spielen ist, wir haben in den Kurs eingebettete interaktive Programme. Man kann hier einfach mal herumspielen, kann mal schauen, was passiert, wenn ich irgendwas schreibe und habe hier schon ein kleines neuronales Netz eingebaut, das trainiert wurde, um Zahlen zu erkennen. Man kann einfach schon mal damit spielen, was passiert denn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein X mache. Ist eine 1, ab wann wird das X zu einer 8? Ja, ist es irgendwie wichtig, dass ein X eine 8 ist? Was passiert denn, wenn ich die 3 auf den Bauch lege? Weiß er nicht, was es ist? Okay. Ab wann wird die 0 zu 9? Ab wann wird die 9 wieder zu 8? Und wann ist das neuronale Netz falsch? Und genau, also man spielt von Anfang an, das ist ganz wichtig, und spielt aber dann auch weiter. Also ich überspringe mal ein paar Kapitel und kann dann hier zum Beispiel den Output mir nochmal genauer anschauen, also was rauskommt aus dem neuronalen Netz, jetzt nicht nur die eine Zahl, sondern hier auch was glaubt das Netzwerk, was rauskommt. Also hier habe ich, je höher der Balken, umso sicherer ist sich das Netzwerk. Also hier glaube ich, könnte auch eine 6 sein, aber es ist eine 4 und kann halt mal beobachten, es gibt sozusagen nicht nur eine eindeutige Zahl, sondern manchmal weiß ich auch nicht genau, ist das jetzt eine 0 oder eine 3 zum Beispiel. Ist auch interessant hier für unser Auge, auch nicht ganz so klar. Und genau, man kann auch mit dem Input spielen. Hier haben wir manchmal auch so Animationen dazu gemacht, zu sehen, okay, was sieht denn das Netzwerk? Also natürlich die Zahl, die ich zeichne, aber in Wirklichkeit sind es nur Zahlen. Ja, das ist im Prinzip ein langer Vektor an Zahlen. Man kann hier reinschauen. Wenn es eine 0 ist, ist es weiß und 1 ist schwarz und alles dazwischen sind Grautöne.
Und diese Zahlen kann ich anordnen und schicke die und arbeite mit denen. Ja. Und jetzt ist die Frage, der Unterschied zwischen einem Programm, das ich irgendwie mit Algorithmen programmiere, wenn hier zwei Kugeln übereinander stehen, dann ist es eine 8, oder ein Programm, das selbst lernt. Und da kann man jetzt zum Beispiel hier mit interaktiven neuronalen, also mit neuronalen Netzen spielen, die noch nicht trainiert wurden. Also hier hat man eines, das noch gar nicht trainiert wurde, dann kann man schauen, wie reagiert denn das. Das ist ein bisschen trainiert und das da unten ist schon ziemlich viel trainiert. Ja. Okay, das ist eine 1, eine 4, genau. Und das Spannende ist, wir haben diese Exponate immer so gebaut, dass man einfach auch irgendwie selbst aktiv ist. Also man kann auch in einer Variante das Ganze selbst trainieren, man kann sich die Trainingsdaten anschauen und gleichzeitig, und hier vielleicht der Schritt zu der These, auch, genau, wie hängt das jetzt mit dem neuronalen Netz zusammen? Was ist denn da dahinter? Also ich habe die Eingabezahlen, die angeordnet sind, wo irgendwelche Zahlen hier durch so ein Netzwerk wandern und multipliziert werden. Das ist jetzt schon hier der Mathe-liebe Teil. Es gibt auch noch einen Teil, wo das direkt mit Zahlen zu sehen ist und zeigen aber auch wirklich die Mathematik dahinter. Und in meiner Arbeit, also ich habe gerade mal ausgerechnet, in den letzten 2 Jahren 2100 Stunden KI vermittelt an Schülerinnen in 35 Ländern. Das waren Online-Workshops. Ja? Wir haben auch sehr viele Teacher-Trainingsprogramme gemacht. Und ich finde es halt immer diesen Moment, wo man merkt, am Ende sind da nur Zahlen. Zahlen, die werden multipliziert und da kommt eine Zahl rein, die wird multipliziert, da kommt eine Zahl raus. Wir haben auch eine App, kann ich auch mal kurz zeigen, wo man direkt mit diesen Zahlen herumspielen kann. Mal schauen, warum ich das hier. Also man sieht auch zum Beispiel, da kommt eine Zahl rein, die multipliziere ich, dann kommt eine Zahl raus. Am Ende sind es nur Zahlen. Und diese Entmystifizierung von einem neuronalen Netz, das ist am Ende, es kommen Zahlen raus, es kommen Zahlen rein, kommen Zahlen raus. Das ist total ein schöner Moment, ist. Und irgendwie, man versteht es und man freut sich immer noch, dass ein Netz so viel kann, aber gleichzeitig hat man auch keine Angst mehr davor, weil da ist irgendwie auch einfach nur, eine Familie von mathematischen Funktionen. Die kann nicht denken, kreativ sein. Ja? Die ist trainiert, da gibt es ganz viel Kreativität rundherum und das ist spannend. So, jetzt habe ich noch 4 Minuten, jetzt zeige ich noch ein anderes Beispiel, hier im Kurs Modul Nummer 2. So als Einführung, jetzt ist die Frage, wie ist so ein Netzwerk aufgebaut, wird denn so ein Netzwerk trainiert? Und da arbeiten wir auch sehr oft mit Spielen. Ja, das ist ein Spiel, das ich auch gerne in die Runde schicke. Da könnt ihr nämlich auch, oder können Sie auch alle mitspielen, das ist auch immer wichtig. Es geht darum, man hat ein Boot und kann nach links oder nach rechts sich bewegen. Also man hat sozusagen einen Parameter, der wird größer, wird kleiner. Und dann kann ich an irgendeiner Stelle sagen, okay, an dieser Stelle, genau, es geht darum, ich muss den Schatz an der tiefsten Stelle finden. Es gibt einen Piratenschatz, der wurde versteckt. Und ich muss jetzt sozusagen die tiefste Stelle im Ozean finden und habe hier so eine Sonde, die kann ich auf den Boden schicken und kriege ein Feedback dazu. Also hier zum Beispiel sieht der Boden so aus. Okay, gut, probiere ich mal woanders. Könnt auch gerne mitspielen. Wenn jemand einen Schatz findet, dann darf er das ganz gerne in den Chat reinschreiben, wenn er schon einen Schatz gefunden hat. Ich versuche jetzt einmal zu überlegen, okay, da geht es runter, dann gehe ich mal hier weiter runter. Aha, hier geht es noch weiter runter. Vielleicht ist hier unten der Schatz, wenn ich Glück habe. Na, ich habe den Schatz gefunden. So, was gibt es denn hier? Der letzte Primzahlzwilling. Wir haben so unmögliche mathematische Schätze versteckt. Und dann kann ich nochmal spielen. So, was hat das jetzt, was passiert in dem Spiel? Wenn man das Spiel öfter spielt, und das ist auch total interessant, das funktioniert sogar bei, also hier haben wir probiert auch mit jüngeren Kindern, dann findet man eine Strategie, ein Verfahren, das ein sehr, sehr fundamentales Verfahren ist in der KI. Hier in einem einfachen Beispiel, das sogenannte Gradientenverfahren. Das heißt, ich hole mir ein Beispiel, ich fange irgendwo an zufällig, hole mir ein Beispiel und handle mich dann, normalerweise sehen wir an dem letzten Beispiel, da gibt es viele Varianten, in einer gewissen Schrittweite von dieser Steigung an einem Punkt nach unten. Wenn die Steigung steil ist, dann kann ich irgendwie weit gehen. Wenn sie flach ist, gehe ich nicht so weit und lande dann in einem Minimum. Ja, das kann ein lokales Minimum sein, je nachdem, wie der Boden ist. Der wird immer zufällig generiert. Also wenn ihr spielt, dann merkt ihr, manchmal gibt es auch Böden, die schwer sind, wenn die ganz flach sind zum Beispiel oder wenn die viele Minima haben. Und dann muss ich mir überlegen, okay, jetzt habe ich den Schatz nicht gefunden. Weiß ich das, dass ich nicht am tiefsten Punkt bin? Kann ich nochmal woanders hinspringen? Und bin dann schon irgendwie tief in der Mathematik, wo ich mit dem Wort Gradienten, das mir eigentlich nicht so viel sagt, arbeiten kann und habe aber eigentlich hier so eine Steigung. Hier in einer Dimension und im neuronalen Netzwerk in vielen Dimensionen. Wir haben auch eine Variante hier mit höheren Dimensionen, wo man genau das Bootspiel auch hier sozusagen mit einer Fläche im Raum spielen kann. Da habe ich halt 2 Parameter, die ich verändere. Auch hier wieder, man spielt sich durch. Es gibt hier zum Beispiel auch, ich kann gegen Computer spielen, die dann hier zum Beispiel zufällig Schätze suchen oder hier der gelbe Computer, der hier Gradientenverfahren macht, genau. Und
ja, bin sozusagen mit dabei, lerne das Verfahren intuitiv, kann dann drüber reden. Also das ist auch total spannend. Plötzlich, man spielt hier 10 Minuten, dann kann ich das Gradientenverfahren erklären. Und dann ist ja wieder die Frage, wie verbinde ich das dann wieder zurück an, zu dem neuronalen Netzwerk. Genau, ich zeige noch ein kleines Beispiel, nur so als Teaser. Reinforcement Learning ist auch mein eigenes Forschungsgebiet. Da haben wir einen ganzen, wie so ein kleines Sandbox-Exponat erstellt, wo man selbst ein Labyrinth bauen kann. Schauen hier. Und einen Roboter starten kann, der am Anfang gar nichts weiß. Also man kann das auch hier einblenden. Man sieht hier, am Anfang weiß er nichts. Und dann lernt er, er kriegt Belohnungen, wenn er zum Beispiel hier zur Tür fährt. Man kann einstellen, okay, soll der neue Bewegungen erforschen? Soll der Wissen verwenden, das er schon hat? Man kann zuschauen, wie so ein Roboter lernt. Und wenn er mal bei der Tür ist, dann sieht man, wie sich so ein Roboter so eine Landkarte aufbaut, die im Reinforcement Learning ganz wichtig ist, um zu wissen, wie bekomme ich auf lange Sicht die höchsten Belohnungen. Ich kann ihm auch hier mal große Candies reinlegen, dann kriegt er mal eine Belohnung zum Beispiel. Oder ich kann ihm auch Lava reinlegen und dann kriegt er die Bestrafung. Ist auch alles nur eine Zahl. Gut, meine Zeit ist um. Ich bedanke mich. Vielleicht zur zweiten These noch ganz kurz. Es macht halt einfach total Spaß, wenn man selbst aktiv ist, wenn man Feedback kriegt, wenn man experimentieren kann, wenn man hier auch ganz eigene neue, selbst ein Netzwerk trainieren kann direkt oder selbst ein Roboter-Experiment bauen kann und gleich beobachtet und irgendwie genau, sich beteiligt an dem. Und ich glaube, das ist auch ganz nah an der Form, wie wir sonst auch lernen oder Kinder lernen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Andreas. Man hat den Gesichtern und den Chat-Nachrichten angesehen, dass es also offensichtlich auch Spaß gemacht hat, hier einen, sozusagen wie auf ein verspieltes Publikum getroffen sind. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht können die Leute dann ja später, wenn wir dann noch in eine Diskussion übergehen, dann auch nochmal ihre Erfahrungen und ihren Spaß teilen. Wir würden eigentlich mit den zwei anderen Vorträgen jetzt erstmal fortfahren und dann in die Diskussion gehen, wenn es allerdings Verständnisfragen jetzt gibt, dass jemand sagt, also ich muss unbedingt diese eine Sache, die liegt mir jetzt so auf dem Magen, wenn ich die nicht geklärt bekomme, bin ich den Rest des Nachmittags unglücklich, dann dürfen diese Fragen jetzt gerne ein, zwei Verständnisfragen gestellt werden und dafür halte ich mal kurz die Luft an. Also es gibt zwei Fragen aus dem Chat, die wir vielleicht jetzt direkt beantworten können. Einmal die Frage, wann der Kurs denn online geht. Und zum anderen die Frage, für welche Altersgruppe der Kurs gedacht ist. Also der Kurs an sich ist für alle Lehrkräfte der Welt gedacht. Die Zielgruppe, was jetzt Inhalte angeht, ist ab 12 Jahren. Wobei wir auch schon Workshops mit 10-Jährigen gemacht haben. Es ist auch die Frage, wie viel Mathematik man dann auch klärt, also wie tief man dann in die Algorithmen einsteigt. Aber ab 12, am liebsten 15, 16, 17, wo man dann auch wirklich mal hier so eine Aktivierungsfunktion und sozusagen die Details von einem neuronalen Netz zeigen kann oder die hier Reinforcement Learning, Cool Learning, wie sowas funktioniert. Ja. Aber ab 12, also wir haben das in 3 Stufen eingeteilt, ab 12 gibt es sozusagen den ersten Wissenstransfer und wenn man dann genau noch höher geht im Alter, kann man auch noch mehr Wissensaustausch. Mhm. Wissensaustausch. So. Und wann online? Wann online? Anfang Juni, sobald das fertig ist. Wir versuchen so schnell als möglich. Wir haben eine Deadline, ich glaube, das war 9. Juni, Sophie. Genau. 7. Also, 7. Ja, Daten. Genau, wir sind gerade dran. Daten liegen doch wieder zurück. Den Feinschliff zu machen, aber Anfang Juni. Also dann Mitte Juni mal auf den KI-Campus schauen, dann gibt es den ziemlich sicher dort. War eine schöne Ambiguität übrigens, wie alt die Lehrkräfte sein dürfen oder müssen, die an diesem Kurs teilnehmen. Genau. Ja, da macht die gar keine Altersbeschränkung. Wie früher bei Ravensburg spielen 8 bis 88. So, dann freue ich mich jetzt zum nächsten Vortrag überzugehen, der von Dr. Daniel Janssen gehalten wird. Und zwar geht es um eine Vorstellung der Unterrichtsreihe Machine Learning in der Schule und die dabei gesammelten Erfahrungen. Daniel studierte Informatik und Sport für Lehramter der Sekundarstufen 1 und 2 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Und neben seiner Lehrtätigkeit, die er danach aufnahm, promovierte er dann 2016 am Fachbereich Sportwissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Und im Rahmen des Nationalen Science on Stage Festivals 2018 präsentierte er sein Unterrichtsprojekt Machine Learning an der Schule, um das es wohl auch in diesem Vortrag jetzt gehen wird. Und eine These von Daniel, die ich nennen möchte, ist, aufgrund der Komplexität des Themas ist eine didaktische Reduktion notwendig. Die Thematisierung im Unterricht muss so einfach wie möglich
und nur so tief wie nötig sein. Quasi ein bisschen die Antithese zu dem, was wir vorhin bei Andreas gehört haben. Und eine zweite These ist, die Behandlung des Themas kann auch gut ohne Programmierung auskommen. Und ja, Daniel, the floor is yours. Ja, dann, man hört mich, ne? Super, ja. Dann vielen, vielen Dank für die netten Worte. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gerade festgestellt, so weit sind wir vielleicht gedanklich doch auch gar nicht auseinander, was das Thema angeht. Also klar, es geht auch ohne Programmierung sicherlich. Man kann es aber auch anders machen. Ich stelle einfach mal vor, was ich bisher so gemacht habe. Also bei mir war das so eine Interessenssache, die ja auch Studium- oder promotionsbedingt war. Und als ich dann in die Schule ging, habe ich überlegt, ja, das wäre etwas, was ich unbedingt in der Schule machen möchte. Ich möchte das unbedingt vermitteln und habe dann auch relativ schnell das ausgearbeitet, weil ich auch gerne Unterrichtsinhalte teile und habe das dann dort in Berlin und dann in Portugal vorgestellt bei dem Europäischen Science on Stage Festival. Und ja, sofort Bildungsangebote, die ich dann auch gegeben habe, haben dann auch immer rückgewirkt, dass dann ja, da so eine ganze Unterrichtsreihe im Prinzip rausgeworden ist. Ja, was machen wir in der Schule? Also ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, das weniger auf der symbolischen Programmierebene zu machen, sondern eher auf so einer n-aktiven oder ikonischen Ebene. Also wir stellen Schüler auf den Schulhof, spielen selber ein neuronales Netzwerk, jeder ist ein Neuron, es werden irgendwie Zettel verteilt, die werden durch das Netz durchgejagt und am Ende wird eine Zahl erkannt, die vorher auf dem Papier geschrieben wurde oder nicht, ne? Und die Schüler sind selber Neuronen, können mal in diese Rolle reinschlüpfen. Oder den größten Teil, den wir machen, ist, wir spielen mit so einem Modellierungssoftware. Ich habe da Membrane für genommen, das ist super Software, weil die ja so ganz, ganz ikonisch irgendwie ist und man Netzwerke selber zusammenklicken kann, ohne sie programmieren zu müssen. Denn die Idee war, es möglichst mit kleineren Kindern zu machen. Das Thema ist ja sehr komplex und ich habe mir einfach gedacht, bevor ich jetzt mich verrenne, irgendwie das in der Oberstufe mache und viel programmiere, gehe ich damit direkt in die Sekundarstufe 1 und versuche, die Reihe so einfach wie möglich aufzubauen. Hauptsächlich natürlich wegen der Zeit, die zur Verfügung steht. Wenn es nicht Teil des Lehrplans ist, habe ich nur wenige Stunden bis gar keine Zeit eigentlich dafür. Und mein Hauptanliegen war irgendwie, ich muss das Thema versuchen, irgendwie zu entmystifizieren. Es war ja gerade auch schon mal ein Thema, aber trotzdem möchte ich die Schüler befähigen, zu verstehen, worum es da geht. Und deswegen spielen wir relativ viel mit so ganz einfachen Neuronen rum, schauen uns also wirklich das biologische Original an, schauen uns ein künstliches Neuron an und machen ganz viel auf der Ebene so mit ein, zwei, drei Neuronen, so kleine Mininetze aufbauen, wie es so, ja, vielleicht in den Anfängen sozusagen der Forschungsrichtung war. Ne? Bauen uns die selber und lernen dann vielleicht so eine ganz einfache Lernregel kennen, mit der so ein Netz sich auch selber quasi Muster beibringen kann und lernen eigentlich dann, dass das sozusagen der Kern ist, ne? So Muster zu unterscheiden, so eine Trennlinie quasi zwischen Mustern zu finden. Und ich meine, dass das so ganz gut klar wird. Also es ist noch ganz einfache Mathematik. Es ist etwas, was man, auch wenn die Formel jetzt da unten kompliziert aussieht, was man wirklich einem 6-7-Klässler auf jeden Fall erklären kann oder vielleicht einem 8-Klässler. Und trotzdem, ja, ist das Verständnis da. Das finde ich eigentlich somit das Wichtigste, zu verstehen, wie eigentlich im Kern so ein Netz funktioniert, damit ich dann das viel Wichtigere anschließen kann, um auch wirklich möglichst viele Schüler mitzubekommen, quasi darüber zu diskutieren, also zu erkennen, wie funktioniert das und dann auch Sachen beurteilen zu können. Also es ist ganz viel im Bereich Informatik, Mensch und Gesellschaft, wo man über Fails bei KIs reden kann, über fehlgeschlagene KIs oder über, da gibt es ja Listen, die sind ohne Ende lang. Ne? Und ich finde, das geht ganz gut, wenn diese beiden Prinzipien, die ich hier einfach mal die im Prinzip den Schülern klar sind, dass einmal die Funktionsweise anders ist, als sie es aus dem Informatikunterricht sonst kennen. Sonst haben sie sozusagen für eine Eingabe X irgendwie einen Algorithmus geschrieben, der Y berechnet. Jetzt präsentieren sie dem Netz quasi Kombinationen aus Eingaben und Ausgaben und das Netz fummelt sich quasi
den Algorithmus, wenn man so möchte, selbst zusammen. Das ist etwas ganz anderes von der Funktionsweise. Und das muss irgendwie verstanden sein. Und dann hatten wir gerade schon auch, wenn den Schülern klar ist, okay, diese Fehlersuche, ne, das kann man anhand von einem Neuron vielleicht ganz gut zeigen, ist, je nachdem, wie ich da das Gewicht einstelle, ist der Fehler halt anders. Und wenn ich nicht nur ein Neuron habe, sondern habe ganz viele Neuronen, dann ist das so eine multidimensionale Landschaft, dann ist das sozusagen so eine Fehlersuche. Und ich gebe mich irgendwann damit zufrieden, dass dieser Fehler jetzt okay ist, aber es ist halt kein Algorithmus, der hundertprozentig genau ist. Und ich finde, wenn diese beiden Sachen den Schülern klar sind, dann kann man auch über ganz viele spannende Themen sprechen, die dann meistens auch noch viel mehr Spaß machen, als sich wirklich jetzt in Membrane die neuronalen Netze zusammenzubauen. Nämlich, was bedeutet das denn eigentlich, wenn eine Gesichtserkennung gar nicht hundertprozentig funktioniert oder wenn wir gar nicht sicherstellen können, dass ein autonomes Fahrzeug zu 100% vernünftig fährt? Und so kommt man relativ schnell dann in einen Bereich, wo auch schwächere Schüler, die wenig programmieren können, dann auch wirklich mit Interesse dabei sind. Nur finde ich trotzdem, dieses Entmystifizieren und das Basisverständnis schaffen ist somit, denke ich, das Wichtigste. Ja, soweit wäre das dazu. So, wenn ich es schaffe, mich zu unmuten, vielen Dank. Sehr schön. Gibt es erste Verständnisfragen? Was sagt das Chat-Team? All clear, all good, so gut. Ja, ich freue mich schon sehr auf die Diskussion und genau, Coco auch und andere auch, aber trotzdem freue ich mich auch fast noch mehr auf Julias Vortrag, den ich dann jetzt gerne anmoderieren würde. Und zwar geht es jetzt um die Vorstellung der Ergebnisse der Working Group 3 des KI Expert Labs Schule in Bezug auf außerschulische Partnerinnen. Dazu muss man sagen, es finden eben am KI Campus solche Expertenrunden, Expert Labs statt, und das war eben eine Working Group jetzt, die sich hier mit diesem Thema Schule beschäftigt hat. Und noch kurz zu Julia. Julia Kleberger als Geschäftsführerin und Co-Gründerin des gemeinnützigen Unternehmens Junge Tüftlerinnen mit der Online-Lernplattform Tüftlerakademie. Ihre Promotion im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion hat sie am Institut für Medienforschung in Braunschweig mit Unterstützung der Forschungsabteilung der Volkswagen AG durchgeführt. Und für den KI Campus hat das Team der junge Tüftlerinnen die drei Online-Kurse umgesetzt. Und seit letzten März wirkt Julia am Expert Lab eben Schule mit. Und die These wäre, die Öffnung von Schule und die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern kann Lehrkräften helfen, das Spannungsfeld zwischen Lehrplaninhalten und aktuellen Themen zu navigieren. Sicherlich auch was wir nachher in der Diskussion nochmal wieder aufnehmen müssen, aber jetzt erstmal deinen Vortrag. Ja, danke schön für die einleitenden Worte und vor allem auch an meine beiden Vorredner, weil das ist eine wunderbare Überleitung genau zu dem Thema. Wir haben jetzt wunderbare Beispiele gesehen, wie das Thema künstliche Intelligenz in den Unterricht kommen kann. Und wie gesagt, im Rahmen der Expert Group, des Expert Labs Schule, also KI in der Schule, haben wir uns sozusagen damit auseinandergesetzt, stärker zu verstehen, wie kriegen wir das tatsächlich in Schule und können außerschulische Partner hier ein Hebel sein. Genau, ich teile auch mal gerne meinen Bildschirm und will euch jetzt die Zwischenergebnisse, ich hoffe, diesmal ist es der richtige Bildschirm, den ihr sehen könnt, dazu teilen. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, wir sind ja auch gerade noch mitten im Prozess des User Research, aber ich möchte die Chance heute schon gern nutzen, um die ersten Zwischenergebnisse vorzustellen. Und in dem Research haben wir uns, wie gesagt, mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann es eigentlich gelingen, dass wir KI-Themen gut in den Unterricht integrieren? Und wir sind eben halt von der These gestartet, dass außerschulische Partner Schulen bei der Entwicklung und bei der Durchführung von Lerninhalten und Methoden im Bereich von künstlicher Intelligenz unterstützen können. Kurz zum methodischen Vorgehen selbst. Wir haben uns als Einstieg in die Arbeit für einen qualitativen User Research entschieden, um Wissen einfach aus erster Hand zu bekommen von den Akteuren, die eben halt täglich damit zu tun haben, von den Lehrenden und Schulleitungen, und haben diese interviewt. Und auf Basis dieser Interviews haben wir Erkenntnisse abgeleitet, und genau an dem Punkt stehen wir heute. Also wir haben jetzt, und einzelne Auszüge davon, von diesen Erkenntnissen habe ich jetzt auch mitgebracht.
auf die ich gleich ein bisschen eingehe. Aber vielleicht einfach kurz zur Orientierung und noch zum Ausblick. Wir planen jetzt fortführend auf Basis dieser Erkenntnisse noch weitere Workshops durchzuführen, gemeinsam mit dem KI-Team, um einfach auch Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und wir wollen uns in einem zweiten Schritt auch die außerschulischen AkteurInnen selbst anschauen, um dann eben halt abschließend auch zu schauen, wie können wir sozusagen sinnstiftend die beiden Aspekte zusammenführen und Strategien definieren. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die einzelnen Ergebnisse rein. Also wie bereits erwähnt, haben wir in unserem Research haben wir uns auf Alltagsexpertinnen konzentriert. Das sind also Lehrende und Schulleitungen, genau die Zielgruppe, die eben halt wirklich täglich mit den Herausforderungen des Schulsystems konfrontiert ist. Und die wissen einfach auch genau Bescheid, was läuft und was eben halt auch nicht geht. Und das ist für uns einfach auch eine sehr wichtige Quelle für den Erkenntnisgewinn gewesen. Bei der Auswahl haben wir uns darauf konzentriert, dass wir zum einen versuchen, verschiedene Bundesländer abzudecken. Also wir haben in den 7 Interviews jetzt 5 Bundesländer abgedeckt. Uns war wichtig, dass wir verschiedene Schulformen adressieren und dass wir auch eine Abwechslung von Ballungsgebieten haben. Also dass wir Ballungsgebiete und Städte, also beziehungsweise Städte und ländliche Gebiete eben halt haben. Durch die Gespräche ist uns deutlich geworden, vor welchen Herausforderungen Lehrende heute aktuell stehen, wenn sie eben halt neue Themen in den Unterricht bringen wollen. Aber es hat sich für uns auch gezeigt, wo sich mögliche Potenziale und Chancen ergeben. Und vielleicht erstmal, um auf die Herausforderungen, also auf die Pains einzugehen. Hierzu zählt für viele wenig überraschend natürlich der Mangel an Zeit und die fehlenden Kapazitäten. Also es wurde ganz klar deutlich, dass die Relevanz und die Bedeutung das, was wir heute hier heute nochmal betont haben, dieses Thema Relevanz und Bedeutung, das, was für uns eigentlich alle klar ist, dass das gar nicht unbedingt für alle Lehrenden gleichermaßen gegeben ist. Also wir haben auch tatsächlich Interviews geführt, wo die Lehrer gesagt haben, das ist für unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich überhaupt nicht relevantes Thema. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wo wir ein Stück weit mit rangehen können und was wir eben halt nochmal ganz anders dann eben halt auch entsprechend betrachten können. Und was bei mehreren Nachfragen auch nochmal ganz klar wurde, ist natürlich auch die eigenen Kenntnisse, die eben halt tatsächlich auch eine Hemmschwelle für Lehrerinnen und Lehrer darstellen, neue Themen in den Unterricht zu bringen. Und gerade bei solchen Themen wie künstliche Intelligenz, die eben halt auch eine gewisse Expertise voraussetzen, da einfach auch wirklich Ängste mit verbunden sind, dass man einfach unwissend ist und auf Fragen der Schülerinnen und Schüler nicht eingehen kann. Und gerade in Schulformen, wo wir eben halt sehen, dass nicht unbedingt so ein Dialog auf Augenhöhe zwischen Lehrenden und Schülerinnen und Schülern stattfindet, ist das für viele Lehrerinnen und Lehrer auch eine Art Gesichtsverlust, wenn sie eben halt zeigen, dass sie etwas nicht wissen, beziehungsweise fehlen ihnen auch die Strategien, wie sie damit umgehen, wenn sie eben halt Wissen nicht haben und wie sie sozusagen das auch im Unterricht dann eben halt auch mit verankern. Gleichwohl bietet das Thema aber auch Potenziale und eines dieser Potenziale steckt zum einen in dem Thema künstliche Intelligenz selbst, was ja verschiedene Fachbereiche adressiert und dadurch eben halt wunderbar einlädt zum fächerverbindenden Arbeiten und wie wir jetzt gerade auch gesehen haben durch die beiden Vorredner, dass man auch wunderbar spielerisch und projektbezogen an der Thematik lernen kann und das steigert natürlich auch die Motivation der Schülerinnen am Lernen und das ist auch ein wichtiger Faktor für Lehrerinnen und Lehrer, denn die bringen natürlich auch gerne vor allem diese Sachen in den Unterricht, wo sie eben halt auch merken, dass die Schülerinnen und Schüler großes Interesse daran haben. Und noch ein weiterer Punkt, gerade durch dieses fächerverbindende Arbeiten ist es natürlich auch möglich, dass man im Kollegium zusammenarbeitet und eben halt zwischen den Lehrerinnen und Lehrern sich eben halt gegenseitig auch Mut und Vertrauen schenkt und sich dadurch auch ein Stück weit sicherer fühlt. Also es birgt natürlich dadurch auch wiederum die Möglichkeiten, neue Themen besser in den Unterricht zu bekommen und Sicherheiten zu geben und es stärkt natürlich das Kollegium auch als solches. Jetzt könnte man annehmen, dass gerade auch außerschulische Partner hier unterstützen, gerade bei Themen
wie wir also dieses fehlende Fachwissen haben wir ja gerade gesehen. Es gibt gute Expertinnen und Experten, die hier mit unterstützen können, das Wissen mit reinzubringen. Und deswegen man eigentlich sagt, und gerade auch diese Thematik, die wir hatten, ja, fehlende Zeit, wenn wir jetzt Honorarkräfte hätten, Externe, die da eben halt mit reingehen, dass das eigentlich eine gute Sache sein könnte. Und wir eben halt sagen, wunderbar, außerschulische Partner matchen wir einfach mit Schulen. Und es läuft, aber was für uns eben halt tatsächlich deutlich wurde, ja, es gibt Schulen, es gibt diese Schulen, bei denen das tatsächlich der Fall ist. Wir haben mit einer Schule gesprochen, die hat uns von einem KI-Projekt berichtet, das sie während des Lockdowns mit außerschulischen Partnern entwickelt hat. Also die haben sozusagen die Pandemie als auch Chance gesehen, Unterricht nochmal neu zu gestalten, neue Themen und neue Inhalte in den Unterricht zu bringen. Und das ist so gut gelungen, dieses Experiment, dass sie das jetzt, das Thema jetzt auch in den Präsenzunterricht mit übernommen haben. Aber wir haben auch mit Schulen gesprochen, für die das total unvorstellbar ist, mit externen Personen überhaupt zusammenzuarbeiten. Und das hat für uns auch nochmal ganz klar deutlich gemacht, dass diese Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, die setzt auch voraus, was wir sozusagen an Schule selbst vorfinden. Also wie innovationsfreudig und wie offen ist die Schulkultur eigentlich und inwieweit werden eben halt auch neue Gegebenheiten als Chancen betrachtet. Okay, vielleicht dann sozusagen jetzt nochmal, das war dann für uns eben halt, wir hatten wie gesagt auch noch mit 3 Schulleitungen gesprochen und das hat sich für uns sozusagen auch nochmal dann im Hintergrund ganz stark herauskristallisiert, dass eben halt die Schulkultur ein wesentlicher Hebel ist und dass gerade die Schulleitung in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Rolle und Position sozusagen einnimmt. Denn sie kann natürlich zum einen Handlungsfreiräume geben, aber zum anderen natürlich diese auch dämpfen bzw. auch hemmen. Zusammenfassend kann ich also festhalten, dass wir in unserer These weiterhin untermauern können, dass außerschulische Partnerschaften durchaus dazu beitragen, KI-Inhalte in den Unterricht zu integrieren. Jedoch muss ich ein großes rotes Aber hinzufügen, denn es funktioniert tatsächlich vor allem dann an den Schulen, wo eine sehr innovationsfreundliche und progressive Kultur, Schulkultur einfach vorhanden ist und wo einfach auch eine Offenheit und starke Netzwerke gelebt werden. Und wir haben noch mehr Erkenntnisse, die will ich jetzt nicht direkt vorenthalten, aber mit Blick auf die Zeit will ich die hier nur ganz kurz anreißen. Es sei nur noch mal so viel gesagt, also wir haben halt gesehen, dass an Schulen durchaus, die eben halt vielleicht keine offene Haltung stark praktizieren, aber dieses Thema Exkursion und in außerschulische Lernorte zu gehen, die man auch bereits sehr gut kennt, also wo eben halt auch ein Vertrauensverhältnis da ist, wie zum Beispiel Museen oder Bibliotheken, dass das durchaus auch nochmal eine Chance birgt, eben halt genau da sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Beziehungsweise auch, das fand ich auch sehr interessant in den Interviews, dass das Thema SchülerInnen bei uns bisher eigentlich noch gar nicht so berücksichtigt wurde im KI Expert Lab und dass das einfach auch nochmal eine ganz interessante Komponente ist, denn die SchülerInnen selbst haben hohe Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf die Themen, die im Unterricht sind, und zwar vor allem, wenn es um Projektaktivitäten geht, aber auch, um eben halt zu sagen, das sind Themen, die mich interessieren. Und Lehrer und Lehrerinnen sind natürlich auch wiederum sehr stark daran interessiert, gerade diese Themen in den Unterricht zu bringen, wo sie merken, dass ihre Schülerinnen und Schüler starkes Interesse daran haben. Also diese Beziehungen, die da sozusagen auch vorhanden sind, dass wir auf die nochmal viel stärker schauen. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank und freue mich auf den Dialog. Ja, vielen Dank, liebe Julia. Das war wirklich jetzt nochmal eine starke Klammer um die anderen beiden Vorträge, die das um Aspekte erweitert hat, zu denen ich auch eine ganze Reihe Fragen habe, die ich jetzt euch stellen möchte. Das ist das Schöne. Ich habe jetzt das Recht des Moderators. Die erste Fragerunde sozusagen geht über mich. Ich werde meine Fragen jetzt also wirklich erstmal prima los, aber trotzdem sollen natürlich alle Leute im Publikum sich ihre Fragen jetzt auch festhalten, aufschreiben, schärfen in den Chat oder mit Sprecherwunsch könnt ihr dann nachher euch einschalten und auch eure Fragen loswerden. Aber jetzt erstmal meine Fragen. Und zwar, Andreas, durch diesen spielerischen Ansatz, den du gewählt hast, wie viele Einschränkungen hast du damit in Kauf nehmen müssen, und zwar auf dem
ein im Bereich auf die KI-Themen, die du behandeln kannst. Da fallen sicherlich welche runter, die du so nicht auf diese Art und Weise nicht unterkriegst. Und auf der anderen Seite auch mathematisch möglicherweise, ja, kriegst du bestimmt auch nur eine bestimmte Dinge auf diese Art und Weise runter. Sozusagen musstet ihr sehr viele Kröten schlucken an der Stelle, zu sagen, wir konnten nur wenig KI und wenig Mathematik machen. Oder warst du eigentlich, sagst du, im Großen und Ganzen konnten wir eigentlich das rüberbringen, was man so als Grundgerüst braucht? Das wäre mal so meine Frage an dich. Also wir machen ja diesen spielischen Ansatz, wie man das nennt, aber diese interaktiven Exponate schon seit 13 Jahren und haben da viel Erfahrung und immer die Idee, Forschungsinhalte, also komplexe mathematische Inhalte zu kommunizieren. Ich glaube, man kann alles in so ein interaktives Experiment packen, aber, und da muss man auch entscheiden, gibt es irgendwie verschiedene Formen. Es gibt so die Idealform von so einem Sandbox-Exponat, wo ich wirklich kreativ bin und ganz viel, also ohne große Erklärungen viel machen kann. Also ich sage Sandbox, weil die Sandkiste ist nach wie vor ein super Exponat. Da kann ich alles bauen, muss ich gar nichts erklären. Es gibt auch die anderen Exponate, wo ich halt eingeschränkter bin. Da kann ich irgendwie ein paar Schieberegler verstellen und ein paar Knöpfe drücken und kann aber nur mehr oder weniger vorgegebene Sachen mir anschauen. Bin immer noch interaktiv, aber es ist nicht interaktiv kreativ. Und dazwischen gibt es dieses Format Spiele, wo ich so eine Art Mission habe und dann gibt es vielleicht Levels und ich werde besser und kann mich vergleichen und habe so eine Motivation. Ich glaube, Motivation ist auch das gute Wort, jetzt um deine Frage oder die Brücke zur Mathematik zu schlagen. Die Mathematik, klar, kann ich zeigen. Wir haben auch Exponate, wo wir die Formeln zeigen und einblenden und so weiter. Aber ich glaube, zuerst muss mal die Neugier und die Motivation so groß sein, dass ich dann genau das mache, was MathematikerInnen auch machen, einfach nur wissen will, wie das funktioniert. Und wenn ich das mal mache, dann muss ich mich halt hinsetzen, muss aufschreiben, muss was lesen, muss die Mathematik auch irgendwie über die Formen der Mathematik, also vielleicht mit einer Tafel, wo ich die Formeln aufschreibe oder am Papier, dieses klassische, wo ich mich eindenken muss, das geht nicht so schnell, das geht nicht in 10 Minuten oder in einer Stunde oder so, um das richtig zu verstehen. Das muss ich verdauen, muss mich nochmal dranlegen. Aber ich glaube, dieser spielerische Ansatz dient dazu, dass ich mich einfach verknüpft damit. Meine Neugier und Motivation ist dann so groß, dass Lehrerin kann ich nicht ein Buch ausleihen in der Bibliothek zum Thema KI, ich würde das gerne lesen. So, das muss dann rauskommen am Ende. Und in dem Buch muss halt auch noch ein gutes Buch sein oder ein guter Kurs, ein KI-Campus-Kurs, wo ich dann noch mehr darüber lerne. Aber ich glaube, das ist genau so eine Mischung. Es gibt verschiedene Formen von diesen Exponaten. Also wie gesagt, es gibt komplizierte, nicht komplizierte. Die Mathematik haben wir hier auch bei dem Kurs. Die wird dann am Ende, ist das ein LaTeX-Fall. Die Formel muss auch schön sein. Oder? Also das geht nicht anders. Die kann man jetzt nicht. Und ich finde es auch gut. Die Formel muss auch darstellen. Die muss auch authentisch sein. Oder? Und die muss auch kompliziert sein. Und man muss auch lernen. Also vielleicht auch dieser Sandbox-Ansatz. Man muss auch Fehler machen. Oder? Man muss das. Ich beobachte so oft jetzt bin ich zu lange, aber die Userinnen von Exponaten, die zuerst, oder die Kinder, die zuerst muss man mal alles zerstören. Zuerst mache ich mal alles kaputt. Zuerst mache ich mal das wildeste Netzwerk der Welt, oder? Das alles falsch macht. Und dann handle ich mich dorthin, wo es dann wieder funktioniert. Und ich glaube, das ist auch total schön, diese Fehlerkultur. Und dann verstehe ich die Formel nicht, aber ist gut. Schön, ich verstehe sie nicht. Dann setze ich mich mal hin und lies das. Und das ist auch ganz ein anderer Ansatz wie dieses richtig falsch. Du verstehst das nicht, ist aber blöd. Was geht das ein bisschen in die Anwendung rein, was man sich empfiehlt mit den falschen Filmen oder die falschen Produkte oder so, und dann spiele ich weiter und dann, also macht ihr dann bis sozusagen auf dieses Anwendungsniveau auch? Ja, wir haben, also genau, wir haben jetzt im Moment, sind wir noch relativ basic, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich hätte total gern, also viel mehr, gerade jetzt in deinem Bereich, Aljoscha, viel mehr hier irgendwie Transformer erklärt oder komplexere Algorithmen oder, keine Ahnung, Deep Neural Networks, aber ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir mal. Also die KI-Kommunikation ist noch in den Kinderschuhen. Jetzt müssen wir mal die Basics klären, bevor es dann weitergeht. Und ich glaube, Anwendungen, also wir haben auch so Module zum Thema Ethik, da gibt's auch schon so viel. Das finde ich auch total spannend und auch total wichtig. Aber unser Ansatz ist auch so in der Mathematikvermittlung, wir klären jetzt mal die Basics und versuchen dann auch in die Forschung zu gehen. Ich finde das auch immer total spannend und auch für die Schülerinnen total interessant. Was ist denn die aktuelle Forschung? Also, ich will jetzt irgendwie, ich würde so gerne so ein Causality-Exponat machen. Also ganz neue Forschungsgebiete, die jetzt gerade irgendwie aufdauen und nicht irgendwie neuronale Netze, die es schon vor 50 Jahren in ihrer Basisform gegeben hat. Aber gleichzeitig brauche ich das ja auch. Ich muss ja irgendwie das aufbauen. Super. Ja, dann würde ich mal weitergehen in der Runde und Daniel dann mal in der Reihenfolge des sozusagen Vortragens weitergehen. Du hast wunderbar gezeigt, wie man die Grundlagen erklären kann und auch gezeigt, Beispiele dann für Gesichtserkennung, Empfehlungssysteme und anderes gezeigt. Und ich habe mich gefragt, wie kommt man jetzt in die Fachdidaktik rein? Ja, die Klimasimulation im Erdkundeunterricht oder die Fake News Erkennung, ja, wo ist es? Deutsch, Sozialkunde, keine Ahnung, wo das dann stattfindet. Ja, wie kriegt man da sozusagen in der Schule
in der heutigen Schule, ja, wie kommt man dann von diesem, was sich ja vermutlich in Informatik abspielt, oder liege ich da falsch? Ja, im Informatikunterricht, genau, richtig. Aber vielleicht kannst du die Frage nochmal etwas präzisieren. Die Frage, ja? Im Informatikunterricht mache ich die Grundlagen, ja, da mache ich eine Gesichtserkennung, da mache ich Simulationen, Empfehlungsalgorithmen, aber in der Fachdidaktik, in vielen Einzelfächern, jetzt wie eben in Erdkunde oder Chemie oder in, was weiß ich ja, wenn es um chemische Abläufe geht, dann möchte ich ja dann hinterher eigentlich Algorithmen anwenden, Simulationen, ja, Wettersimulationen mir angucken oder angucken, wie funktioniert, was macht ein Empfehlungssystem mit Menschen, möchte ich mir vielleicht in Sozialkunde angucken. Ja, was passiert, wenn ich bestimmte Filme oder News empfehle und wenn Filterblasen entstehen und so Dinge. Das sind ja dann Dinge, die finden wahrscheinlich nicht im Informatikunterricht statt, sondern, das wäre meine Frage, sollten die nicht eigentlich dann in den verschiedenen Fachunterrichten stattfinden und kann man da mit den Lehrerinnen und Lehrern irgendwie eine Brücke bauen, dass man das, was man hier in Informatik an Grundlagen legt, dort wieder benutzt? Oder bleibt es erstmal im Informatikunterricht? Vielleicht so gefragt. Nee, meinetwegen sollte es Einzug überall finden, ne, weil es ja ein allumfassendes Thema ist. Ich glaube, was man einfach, was sich jeder selber fragen muss, das war auch so ein bisschen mein Ansatz, einfach machen. Und beim ersten Mal macht man es vielleicht nicht gut, also wenn man sich damit beschäftigt. Ne? Also ich glaube, als Lehrkraft muss man da auch so ein bisschen selber aktiv werden vielleicht. Und ich habe auch die ersten zwei Male, als ich das durchgeführt habe, war es sicherlich nicht gut. Es ist dann immer besser geworden. Man muss einfach nur die Scheu verlieren. Das ist wie mit dem ersten YouTube-Video, was man dreht, um irgendwie Unterrichtsinhalte, so Blended Learning vorzubereiten. Machen. Einfach machen. Das ist das Wichtige. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich dann fächerübergreifend so eine Wahrheit, dass man sagen muss, ja, okay, beschäftige dich damit und beim nächsten Mal, dann wird es halt besser. Dann wird es irgendwann wieder besser. Und das ist ja auch durch so Fortbildungen wie heute oder durch den Unterricht selbst, wird das ja auch immer wieder verstärkt. Und man wächst ja dann auch als Experte sicherlich, auch wenn man keine Informatik studiert hat. Das muss man ja auch nicht unbedingt, um drüber reden zu können. Aber ein bisschen Hintergrundwissen und wenn es dann auch in Richtung Verständnis oder vielleicht mathematische Formeln geht, ist ja nicht verkehrt. Das klingt schon wirklich aber auch nach einer Änderung der Rollen von Lehrerinnen, auf die wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen können. Danke erstmal für die Antwort. Und Julia, die Frage, wenn du sagst, KI wird von manchen so als Riesending, ja, das ist viel zu viel und viel zu groß und eine Blackbox, aber würde es vielleicht Sinn machen, das Ganze dann ein bisschen kleiner mit den Leuten zu besprechen? Wir reden über Simulation, Robotik, Mensch-Maschine-Interaktion, Chatbots, Empfehlungssysteme, Data Science. Also kann man die Leute an der Stelle vielleicht ein bisschen besser abholen, wenn man das eine Spur kleiner bespricht? Also weißt du, KI ist ja auch so ein Wunschkonzert. Ist das vielleicht auch ein Teil des Problems? Ja, beziehungsweise ich glaube, das schließt eigentlich gerade gut an der vorherigen Frage. Ich glaube, es muss einfach so dieser Bezug hergestellt werden. Zum einen, also wenn wir halt über den Unterricht sprechen, zu dem Lehrer, der Lehrerin als solchen, also zu dem Fach, ne, was hat das für mich als Kunstlehrerin, als Gemeinschaftskundelehrer, als Sportlehrerin zu tun? Also ne, einfach diese Verbindung herzustellen und dann eben halt auch genau zu zeigen, was sind aber auch die Hintergründe? Also ich glaube, gerade das, ne, wenn wir eben halt dieses fächerverbindende Arbeiten stärken, dann hilft es einfach auch, dieses Thema noch viel besser in den Unterricht auch zu bekommen. Und ich habe den Vortrag selbst nicht gehört. Mir wurde es nur gesagt, letztens gab es auch ein Treffen und der eine Lehrer hat gesagt, wir müssen jetzt endlich beginnen, aus der Schule den Unterricht herauszubekommen. Ne? Also es muss eben halt vielmehr auch um diese sozialen Beziehungen, um dieses gemeinsame Erleben, genau das, um diesen spielerischen Ansatz des Lernens gehen. Und die wichtigen Strategien, wie lerne ich eigentlich? Und ne, wir haben es gerade gehört, KI, das sind Zahlen. Die Kreativität ist das, was der Mensch daraus macht und genau das einfach auch miteinander zu verstehen. Und das schaffen wir, wenn wir eben halt schaffen, Schule auch als einen Sozialraum zu begreifen, wo wir genau diese Erfahrungen sammeln können. Und das wäre für mich eigentlich genau der Zugang, den wir brauchen und der uns genau hilft, innovative Themen, wichtige Themen in Schule zu bringen. Und du sagst, die Schule muss sich ja nach außen öffnen, ist ja auch sozusagen dein Hauptanliegen. Aber jetzt mal die Frage extern, gibt es da genug Leute, die sich einbringen können? Ich höre immer nur Fachkräftemangel und der Mittelstand, der ächzt, da gibt es zu wenig Leute, die sich mit Digitalisierung und KI auskennen und insgesamt sozusagen große Leerstelle. Ja, gibt es denn Leute, die jetzt in die Schulen kommen können? Ich weiß gar nicht, an wen konkret habt ihr da gedacht, die dann da halt sich einbringen können?
Was auch bei uns rauskam in den Interviews, ist zu sehen, dass Quereinsteiger eine große Chance darstellen, gerade neue und innovative Themen in den Unterricht zu bringen, weil die es einfach auch schaffen, diese Brücken nochmal ganz anders zu bauen, ne? Die kommen sozusagen aus der realen Welt. Die haben sozusagen die Anwendungsfälle erlebt und die gehen auch mit einem gewissen Pragmatismus ran, ne? Also die kommen nicht sozusagen aus der Schule raus und wieder in die Schule rein, sondern die bringen nochmal einen ganz anderen Hintergrund mit. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wenn wir darüber sprechen, gibt es genügend Lehrer und Lehrerinnen? Die Frage, wen definieren wir als Lehrer und Lehrerinnen? Das ist wirklich die Idee, Leute dauerhaft dann in die Schule reinzubringen, die möglicherweise quer einsteigen. Das ist okay. Dann würde ich gerne nochmal unseren Konflikt, den wir im Vorgespräch als möglichen Konflikt identifiziert haben, den ihr aber so ein kleines bisschen gerade wegmoderiert habt selber. Daniel und Andreas, nochmal die Frage. Programmieren und Mathematik, ja oder nein? Muss es sein oder muss es nicht sein? Und ja, Programmieren und Mathematik, ist das eigentlich dieselbe Frage und dieselbe Antwort? Nee, also ich glaube, jetzt nachdem ich Daniels Vortrag gesehen habe, habe ich auch wirklich auch sagen, wir sind uns total einig. Ja? Und Daniel hat ja gesagt, es ist wichtig, hier zu entmystifizieren, ein komisches Wort, aber einfach auch zu zeigen, das sind Zahlen, da wird man einmal multipliziert, da passiert was, aber auch das zu zeigen, finde ich total wichtig. Wenn der Teil wegfällt, dann kommt man so in so ein Science-Fiction, ja, die KI, neuronale Netze, das sind so Wörter, wo man gar nicht irgendwie, da fehlt der Untergrund und ohne Untergrund kommt man dann in irgendwelche Theorien, von wegen, die sind ja so viel schlauer wie wir und was auch immer das heißt. Aber ich glaube, wenn man das einmal sieht, dann sieht man, okay, das ist ein Zahlenkonstrukt, das ist super schlau. Wir können Schach spielen viel besser als jeder Mensch der Welt und ganz viele andere Sachen. Aber sobald ich die Schachregel einmal ändere, dann, ja, je nach Netzwerk ist es vielleicht auch noch gut. Aber dann funktioniert es vielleicht gar nicht mehr. Oder wenn ich einen komplett komischen Zug spiele, und dann kann ich vielleicht trotzdem gewinnen. Ist total, total spannend. Und ich glaube, da sind wir uns dann doch irgendwie einig. Und ich fand auch dieses Ikonische total spannend, auch so ein neuronales Netz im Schulhof zu bauen. Genau sowas finde ich super. Ja, genau. Weiß nicht, Daniel, siehst du noch Konfliktpotenzial irgendwo? Nein. Also das war ja auch nur die Idee. Ich mache das mit kleineren Schülern, die haben ja vielleicht auch gar keine Programmierkenntnisse oder nicht genug. Und ich denke mal, man hat auf der einen Folie das vielleicht gesehen, das waren so 10, 12 Zahlen, mit denen konnte ich irgendwie, glaube ich, den MNIST-Datensatz mit TensorFlow irgendwie klassifizieren. Gar kein Problem. Das kann jeder eben schnell Copy-Paste abtippen. Und das ist richtig, richtig mächtig, was ich damit machen kann. Das ist so High-Level. Aber ob ein Schüler versteht, was er da tut, das ist noch eine ganz andere Frage. Viel schlimmer ist, ob jemand, der das industriell anwendet, versteht, was er tut. Ja, so, und deswegen war eigentlich mein persönlicher Ansatz, man kann es ja machen, wie man möchte, Hauptsache ist, man macht's, war, okay, ich gucke mal einfach mir das ursprüngliche Modell an, schau mal, wie funktioniert das. Und dann erkenne ich irgendwann, ja, es sind nur Zahlen und da kommen ja nur Zahlen bei raus. Und wenn ich, genau, dann das zum Thema Entmystifizieren. Ja, finde ich auch, und zwar zu einem hohen Anteil Entmystifizieren. Ich würde gerne, bevor wir das jetzt öffnen, an euch nochmal eine große Frage stellen, die ich dann wieder ein bisschen klein machen würde, aber die große Frage, wir haben, glaube ich, sind uns einig oder ihr seid euch einig, dass Schule sich insgesamt, um das zu erreichen, was wir hier so gemeinsam uns vorstellen, sich sehr stark ändern muss. Ja? Aber bevor wir jetzt irgendwie, was weiß ich, darüber reden, ob wir Epochalunterricht machen müssen oder fächerübergreifenden Unterricht. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr groß gedacht, aber fangen wir mal bei den Personen, bei den Hauptpersonen an, fangen wir mal bei den Lehrerinnen an. Und wir haben ja gesagt, es ist nicht nur die Informatiklehrerin, die sich ändern muss, sondern alle Fachlehrerinnen eigentlich auch, in jedem Fach. Es gibt niemals, selbst Kunstlehrerinnen, die haben eben heute mit neuen artifiziellen Musen zu tun, die uns hier beglücken, ja auch, also sozusagen, das sehen wir auch, lesen wir in der Zeitung. Was müssen die Lehrerinnen oder Lehrer, was wären jetzt so ein bisschen so die, ja, für euch so die Lessons learned, erstmal so, ein Zwischenfazit, so die Tipps, welche Art von Veränderung, Offenheit, was müssten sie auch wissen, sozusagen, was sollten sie jetzt erstmal so tun, wenn sie in die Richtung gehen wollen, in die wir hier gemeinsam gehen wollen? Wer möchte von euch damit mal anfangen? Dann würde ich gerne von euch dreien dann hören. Tue ich mich jetzt schwer, meinem Berufsstand da was vorschreiben zu wollen. Also es gibt Lehrpläne, das ist Punkt 1. Es gibt die Schule als solches, es gibt die Personen und da gibt es eine Menge Möglichkeiten,
wie ich auch Engagement zeigen kann oder nicht. Viel mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Gibt es die Option, dann noch ganz kurz Anschlussfrage, es nicht zu tun, zu sagen, nee, ich mache weiter wie bisher, KI interessiert mich nicht? Ob es die Option gibt, meiner Meinung nach. Also, ob die, also wie du sie einschätzt, auch geben tut es sie mit Sicherheit, aber magst du auch nicht deinen Beruf sprechen. Wie viele netten Leute hier will man auch nicht verkraulen, die jetzt, Julia, du wolltest auch was sagen. Also ist echt, letzter abschließender Satz, es gibt genug Angebote. KI Campus zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau, also was brauchen Lehrende und Lehrer, das vielleicht als Frage, also für mich ist es halt ganz stark eine Haltungsfrage und ich würde einfach die so beantworten, es braucht vor allem Mut und Zutrauen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass Lehrerinnen und Lehrer, also die machen wir auch selbst, wenn wir teilweise Kurse geben und eben halt die Schüler uns Fragen stellen, die wir nicht beantworten können, sagen, sorry, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, aber lass uns gemeinsam diese Antwort finden. So, ne? Also diese Strategien einfach aufzuzeigen und zu sagen, ich muss nicht alles wissen, aber einfach zu sagen, ich zeige dir, wie wir das Wissen erlangen, damit wir eine Antwort auf diese Frage finden. So, ne? Also teilweise ist ja auch die Frage das Spannende an dem Prozess. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Verständnis, das bei einigen Lehrerinnen und Lehrern einfach noch gar nicht da ist. So, ne? Also die haben immer noch so dieses Bild, ich bin derjenige, der alles weiß. Und mittags recht und nachmittags frei. Genau, und ich habe noch einen weiteren Gedanken, weil du ja das gefragt hast, und von auch an die alle Frage anschließt, auch haben wir genügend Personal, um das umzusetzen. Ich glaube, wir unterschätzen viel zu sehr die Ressource der Schülerinnen und Schüler selbst. Also wir haben eben halt auch Schulen gesehen, die eben halt auch ganz viel mit Lernbüros arbeiten, wo die Kinder einfach selbst lernen, ne? Wo ihnen einfach die Materialien zur Verfügung gestellt werden und die dann im gemeinsamen Dialog diese Sachen erarbeiten und die Lehrerinnen und Lehrer eben halt die Funktion der Lernbegleitung einnehmen und eben halt genau diesen Weg zeigen, ne? Wie komme ich an das Wissen und wie beschäftige ich mich damit? Und genau das, was jetzt Andreas gerade sagte, ich mache ein Spiel, ich bin motiviert, ich will tiefer in dieses Thema gehen, will die eine Person, die andere vielleicht eher was Künstlerisches vertiefen und genau diese Offenheit sollte Schule bieten. Und genau diese Möglichkeiten haben wir heutzutage und da würde ich mich gerne wollen, dass wir uns da viel stärker hinentwickeln. Wofür Sie natürlich Freiheiten bräuchten, was jetzt an Daniel anschließt, was natürlich auch mit Lehrplanverpflichtungen und so zu tun hat, aber ich denke, das sind allgemeine Themen, die werden wir heute nicht lösen, aber mit denen wir alle zu tun haben. Es gibt immer mehr Themen auf der Welt und die Lehrpläne sozusagen, die Zeit bleibt mehr oder minder konstant, in der man sie abarbeiten kann. Das ist ja nun ein genereller Konflikt. Andreas, vielleicht noch dein. Ja, genau. Also ich habe genau viele Gedanken. Ich glaube, es ist wie so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Paradigmenwechsel, aber es ist etwas Größeres, was wir ändern wollen, oder? Und dann muss man halt auf ganz vielen, in ganz vielen Formaten und ganz vielen Aktivitäten genau, arbeiten. Also da gibt es, klar, vielleicht ein Bundesland, das dann irgendwie KI schon in den Lehrplan mit einbaut, dann kommt es ja, muss man das machen? Dann gibt es irgendwie so hier, Julia, die meint dann vielleicht auch mehr Museen, die KI machen, vielleicht machen wir jetzt mal ein KI-Museum oder außerschulisch viel mehr, dann gibt es ein Videospiel, das KI dabei hat, dann gibt es irgendeine App, die Schülerinnen schon haben, die mit KI arbeitet, wo das Interesse von allen Seiten kommt und dann wird das auch automatisch wenn, genau, erwischt man halt den Kunstlehrer oder den Musiklehrer, die Lehrerin, die dann auch mal hier in so einer Musik-App zeigt und irgendwie eine KI-Komposition zeigt, automatisch, weil es einfach irgendwie Zeitgeist ist wichtig, oder? Und dann liest man da einen KI-Comic und da gibt es was in der Zeitung und da gibt es einen Film dazu. Und ich glaube, wir müssen, also es passiert ja auch total viel. KI-Makerspace, da was. Und wir müssen halt auf allen Seiten gut arbeiten, gutes Material herstellen, vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu sehen, dass es wirklich gutes Material gibt, vielleicht nicht 100 Millionen Kurse, sondern irgendwie einen guten Kurs, den man einfach verwenden kann. Und ich glaube, dann wird sich auch was ändern. Es geht halt nicht so schnell. Und ich glaube, ich würde jetzt auch nicht total Druck machen. Ich da drücke jetzt einfach dass es von innen kommt, die Motivation. Oder? Und es gibt, genau. Und der andere Gedanke war, was ist denn auch mit anderen großen Themen, die vielleicht auch in die Schule kommen sollte? Vielleicht sollte man da auch lernen. Keine Ahnung, die Klimakrise oder hier jetzt auch mit, was mit Corona passiert ist. Inwiefern wurden denn Corona-Modelle in der Schule besprochen oder inwiefern ist denn die Klimakrise jetzt auch über hier Friday oder Teil des Curriculums und ist das auch wichtig? Das Schöne an KI ist, dass es halt überall dazu passt. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Ne? Man kann da irgendwie neue Medizin erfinden, KI gesteuert oder auch Klimamodelle rechnen.
Ist eine schöne Thermometalltechnologie. Aber das ist auch spannend, oder? Also vielleicht insgesamt das Thema. Wie bekomme ich aktuelle Themen, die von großem Interesse sind und von gesellschaftlicher Notwendigkeit in die Schule? Und genau, da muss man halt auch mal überlegen. Manche Lehrerinnen machen das automatisch, weil die auch, ich fand das spannend mit diesen Quereinsteigern, weil die aus dem Leben kommen und andere Lehrerinnen machen sich ein gemütlicheres Leben oder haben ihren Kurs, den sie immer machen und vielleicht auch total gut. Ja, keine Ahnung. Also, ja. Spannend, ich glaube, es ist vielfältig und wir müssen einfach irgendwie schauen, dass wir motiviert sind, gute Qualität an Möglichkeiten, an Angeboten erstellen und dann wird sich das schon ändern.